Hallo Leute und herzlich willkommen zu Pound Attack. Heute habe ich ein 10-Minuten-Workout für euch, bei dem wir uns ganz intensiv um unsere Bauchmuskeln kümmern. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr die Übung richtig macht und welche leichteren Varianten es gibt, falls ihr mit eurem Fitnesstraining gerade erst begonnen habt. Ich wünsche euch viel Spaß. Mein Bauchworkout heute besteht aus 5 verschiedenen Übungen. Die erste Übung kräftigt vor allem eure seitlichen Bauchmuskeln. Dafür legt ihr euch auf den Rücken. Zieht den Bauchnabel fest nach innen. Stellt euch vor, euer Bauchnabel ist ein Druckknopf und ihr wollt ihn an der Wirbelsäule festmachen. Drückt den unteren Rücken auf die Matte. Jetzt hebt ihr die Knie an, nehmt die Hände mit den Daumen an die Schläfen und versucht jetzt mit dem Ellbogen zum entgegengesetzten Knie zu kommen. Dabei das andere Bein weit strecken. Wieder in die Mitte zurück und zur anderen Seite wiederholen. Etwas leichter könnt ihr diese Übung machen, indem ihr die Füße aufgestellt lasst, trotzdem den Bauch fester anspannt und jetzt einfach versucht, den Oberkörper seitlich nach oben zu heben. Kommt ihr in die sogenannte Plank. Dafür setzt ihr die Hände unter den Schultern auf und kommt in die Liegestützposition. Das heißt, ihr streckt die Beine nach hinten aus und achtet darauf, den Bauch fester anzuspannen und den Rücken in einer geraden Linie zu halten. Jetzt springt ihr mit beiden Füßen nach außen und wieder zusammen. Wichtig bei dieser Übung ist, dass ihr den Rücken ganz gerade haltet und nicht ins Hohlkreuz kommt. Natürlich könnt ihr auch diese Übung etwas leichter machen. Ihr kommt in dieselbe Ausgangsposition, springt allerdings nicht, sondern steigt mit den Füßen einzeln nach außen. Öffnen und schließen. Dann am besten mit der anderen Seite weitermachen. Öffnen und schließen. Immer abwechselnd, rechts, links. Öffnen, schließen, öffnen und schließen. Auch hierbei ist wichtig, dass ihr den Bauchnabel fest und nach innen zieht. Die nächste Übung für heute ist ebenfalls in der Plank. Kommt in dieselbe Ausgangsposition wie gerade eben, spannt den Bauch fester an. Jetzt versucht ihr nur das Becken zu kippen. Das heißt, kippt das Becken nach vorne, zieht den Bauch fester ein und entspannt wieder. Einziehen und entspannen. Kippt das Becken ran und entspannen, ran und entspannen. Diese Übung sieht leicht aus, ist sie aber nicht. Die nächste Übung kräftigt wieder eure geraden Bauchmuskeln. Dafür kommt ihr wieder auf den Rücken, zieht den Bauch fester ein und hebt die Beine nach oben. Zieht die Fußspitzen an. Jetzt versucht ihr mit den Fingerspitzen die Zehen zu berühren. Atmet aus, wenn ihr den Oberkörper anhebt. Und versucht die Spannung zu halten, das heißt die Schulterblätter nicht mehr ganz abzulegen. Auch diese Übung könnt ihr etwas leichter machen, indem ihr die Beine gebeugt haltet und jetzt einfach nur versucht, mit den Fingerspitzen an die Knöchel zu kommen. Falls ihr Probleme mit der Nackenmuskulatur kriegt, könnt ihr abwechselnd eine Hand in den Nacken nehmen. Natürlich auch bei gebeugten Beinen. Die letzte Übung für heute ist eine Übung aus dem Pilates und kräftigt eure gesamte Bauchmuskulatur. Dafür streckt ihr die Füße aus, lasst die Fersen zusammen, am besten berühren sich die Fersen, spannt den Bauch fester an, macht den Rücken rund, nehmt die Hände über den Kopf, wenn ihr könnt, legt die Handfläche zusammen. Wenn ihr nicht so beweglich seid in den Schultergelenken, reicht es, die Arme einfach nach oben auszustrecken. Jetzt schaukelt ihr nach hinten und kommt wieder nach vorne, ohne dass die Füße die Matte berühren. Das sind meine 5 Übungen für heute. Denkt daran, 10 Minuten sind richtig kurz. Es ist also wichtig, dass ihr alles gebt. Viel Spaß!